Hallo und willkommen zurück zu Thief Simulator. So, ich habe offline ein bisschen was gemacht. Wir haben insgesamt zweimal gelevelt, sodass ich einmal Begutachtungsstufe 3 noch dazu bekommen habe. Also wir können jetzt auch mit dem Fernglas alles markieren vom Weiten. Und wir haben auch jetzt mehr Platz im Rucksack. So, wir machen heute die Story weiter. Und zwar gehen wir zu 101 zu den Smiths. Da habe ich mir auch die ganzen Infos schon gekauft. Also, wir haben Glück. Sie sind eine ganze Zeit nicht zu Hause. Beide nicht. Und zwar ab 20 Uhr. Ab 21 Uhr sind beide weg. 21 Uhr. Und wiederkommen tut der erste um 4. Gut. So, als Hinweis, Kamera vor dem Haus. Also wir haben diesmal ein Haus, wo man schon ein bisschen aufpassen muss. Die Kameras können mit dem Hauptschalter abgeschaltet werden. Und einer der Bewohner hat eine Waffe. Aber da sie ja beide nicht zu Hause sind, in der Zeit, wo ich jetzt einsteige, dürfte das eigentlich kein Problem sein. So, Beute. Es gibt einen Tresor mit einer Menge Schmuck. Das ist nämlich gut, da wir ja das geskillt haben, dass wir mehr tragen können. Weil hier haben wir nämlich auch noch einiges. Und zwar müssen wir hier ein Gemälde noch zerstören oder stehlen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Und halt, jetzt bin ich verrutscht. Weingläser kaputt machen. Ein Fenster im zweiten Stock einschlagen. Da wird es nämlich das Problem dann wieder geben, dass wahrscheinlich ein Alarm ausgelöst wird. Und stiehlt das Tablet mit wichtigen Daten. Das ist das, was wir hauptsächlich jetzt machen müssen für die Hauptstory. So. Gibt's das? Das habe ich schon wieder vergessen. Da muss ich schnell gucken. Das war ab 21 Uhr. Ja, die Routine habe ich durch die Mikrokamera komplett rausgekriegt. Da habe ich mir jetzt nichts gekauft. So. Versuchen wir mal das Ding zu reißen, ne? Ich muss gleich noch mal gucken. Jetzt habe ich wieder 21 Uhr im Kopf, aber es ist glaube ich 22 Uhr. Wir parken am besten hier. Ja, wegen Gemälde muss ich mal gucken. Ich lasse mal den Kofferraum offen zur Not. Wir müssen nur gucken, wann. Ab 4 Uhr. 4 Uhr. Doch, 21 Uhr. Also machen wir 20 Uhr draus. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. 20 Uhr. So, dass wir da jetzt noch hinjumpen können. Das lassen wir auf. Moin. Wir müssen gucken, dass wir von hier reinkommen. Die habe ich ja jetzt markiert, ne? Ich
hätte mal lieber noch nachgucken sollen, ob ich irgendwie noch da reinkomme, woanders reinkomme. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt gucken wir erstmal. Es dürfte eigentlich das 2000 Haus gehen. Da geht er. Okay. Nichts anmerken lassen. Der ist schon weg. Ah, jetzt kommen Leute. Ah, Mist. Dann auch gleich zwei. Ja, jetzt laufen sie hier alle rum, ne? Mann, ich habe dafür keine Zeit, Leute. Nichts gemacht. Alter, wie willst du das machen? Die laufen so viele rum. Das kriegst du ja gar nicht hin. Klar. Hui. So, Mülleimer. Fuck. Ah, der hat mich schon gesehen. Nein. Ah, oh, nochmal das Ganze. Oh, verdammt. Gucken, ob wir da irgendwie anders reinkommen. Da laufen mir nachts zu viele rum. Da hast du gar keine Gelegenheit. Die sind zwar jetzt weg, aber wenn wir noch mal hier irgendwie was finden, so 20 Uhr. Oh, da geht es erst gleich. Ach, da war ja was mit dem Strom. Stimmt. Kommt man hier aber sonst irgendwie rüber? Frage für einen Freund. Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Okay, er geht. Let's go. Jetzt ist die Frage, können wir hier das Tor ganz einfach aufmachen? Natürlich nicht. Okay.
Kommen wir hier irgendwie rein? Come on. Schreien. Ob ich ja keine Zeit für den Scheiß. Wieso komme ich hier nicht? Achso, bin ich blöd. Okay. Jetzt müssen wir uns beilen. Hier ist das Safe. Das müssen wir kaputt machen. Die Gitarre nehmen wir mit. Oh, da war noch was drin. Das mit. Wir nehmen jetzt erstmal nur das mit. Oh, noch eine Gitarre. Was storybedingt ist hier. Zeit, wir haben noch Zeit, nur kein Stress. Ich glaube, das Bild machen wir kaputt. Kostet ja eh nicht die Welt. Das Tablet, das haben wir. Fenster im zweiten Stock einschlagen. Okay, wir nehmen jetzt noch ein bisschen was mit, was geht. Beziehungsweise, die Elektrizität wird ja gleich wieder hergestellt. Warte, wir machen es anders. Die dürfen mich nicht finden. Verdammt. Hauptstelle. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur gleich mal gucken, ob wir auch wirklich alles erledigt haben. Wir konnten aber ein bisschen was mitnehmen. Also wir können auf jeden Fall jetzt langsam gut Kohle machen. Ich zeige euch nämlich gleich was. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob er da auch was drin hatte, aber ich denke mal nicht, sonst hätte er das angezeigt. Oh. Oh, Billy! It's time to check your hacking skills. Make sure you buy the right tools. Hacke das Tablet bei dir zu Hause. Das können wir ja schon machen. So, was ich jetzt noch zeigen möchte. Ich hoffe, wir brauchen nicht jetzt gerade das hier. Aber ich glaube nicht.
Wir können nämlich, wir gucken jetzt erstmal hier durch, aber da haben wir hier, glaube ich, nichts Besonderes mitgenommen. Ah, ist nicht dabei gewesen, die Gitarre. Okay. Hier, Antiquitäten. Wenn wir davon was finden, guck mal, was wir hier an Kohle machen können. 11.000 antikes Radio, 10.000. Ja. Also geht langsam richtig los hier. So, oh, wir haben ein bisschen was zum Hacken. Tablet mit wichtigen Daten. Kommen wir entsperren erstmal die anderen Sachen. Ist eigentlich relativ easy. Oh, da haben wir schon eins gemacht. So, dann das Samsung. Man muss im Prinzip links seht ihr die zwei Pfeile, die müssen zu den anderen zwei Pfeilen rechts verbunden werden. Und zack. So ist das entsperrt. So, und jetzt nehmen wir noch unseren Tablet hier mit den wichtigen Daten. Gucken wir mal, was da drauf ist. So, wir müssen ganz nach unten. Und da ruft der Winnie wieder an. Winnie? Good work. At this rate, we'll be done with you in no time. Now, send me the tablet on Black Bay. Ach, das willst du jetzt über Black Bay haben. Okay. Kriegst du. Gucken, was wir dafür kriegen dann. Sechshundert. Naja, besser wie nix. So, da hast du deins. Winnie. It's best to learn from practice. I know an old car you could bring in. You know, for maintenance. Oh, Stihleisen Bolthorn 86 Classic bei 104. Ja gut, ich wollte eh ein Auto noch stehlen, also eine Folge machen. Wenn das jetzt hier in der Hauptstory mit bei ist, passt das ja ganz gut. Dann wissen wir ja, was wir in der nächsten Folge machen werden. Oder versuchen zu machen. Ich weiß nicht, wie schwer das wird. So, wir gehen jetzt mal ins Pfandhaus, verkaufen mal den restlichen Zeug. Dadurch, dass wir zwei Geräte jetzt noch gehackt haben, haben die jetzt einen Mehrwert. Ich weiß nicht, ob man es auch vorher schon verkaufen könnte, aber ich habe Welcome es da back. jetzt entsperrt und deshalb gibt es mehr Kohle. Da seht ihr ja schon. Oh. 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 Da war ja noch was. Ja gut, da müssen wir nochmal zurück. So, das können wir schon mal verkaufen. Gibt 900. Dann das entsperrte Smartphone. Gibt nochmal 1200. Die Gitarre können wir verkaufen. Die E-Gitarre und die zwei müssen wir mal zerlegen. Wir merken uns mal, 2300 gibt es für die beiden. 2300. So, dann müssen wir mal kurz zurück. 2300. Ah, hier wird das nochmal erklärt wegen dem Fernglas. Also in 101 werde ich auf jeden Fall nochmal reingehen und das mache ich aber offline, dass ich dann hier mich nochmal richtig umschaue und nochmal richtig Loot mitnehme. So, komm mal her hier. Erstmal das. Einmal. So, das war Nummer 1. Dann haben wir auch gleich Nummer 2. Und da ist ein bisschen mehr dran.
So. Also wie gesagt, oh, wir haben schon wieder 7700. Wow. 2, 3 hätten wir für die zwei Armbänder gekriegt. Jetzt gucken wir mal, was wir jetzt kriegen. Welcome back. Moin Ivanov. Okay. Dann bringt das Zerlegen eigentlich gar nichts, wenn wir die gleiche Kohle kriegen. Das ist ja blöd. Ich habe gedacht, das kriegen wir mehr für jetzt. Alter, was bringt denn das Zerlegen dann? Na gut, nehmen wir natürlich mit. Aber wir haben trotzdem ordentlich Kohle gescheffelt. So, was haben wir hier? Ah, das ist jetzt unser nächster Job. Autoklauen. So, wir haben wieder einen Skillpunkt, den können wir aber nicht verballern. Weil da brauchen wir erstmal Level 20. Da müssen wir noch einmal aufsteigen. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge versuchen wir mal den Bolthorn zu klauen. Bis dahin. Warte mal. Nicht dein Ernst. Ja, ich werde mal offline dann ein bisschen Kohle herbeizaubern, dass wir uns das Auto hier kaufen. Da passt auf jeden Fall mehr rein. Gut, bis dahin. Ciao, ciao.